Warte darauf, dass eine Person Anhänger wird. Ja, komm. Da haben wir unser Opfer. Dönerliebhaber. Der Gerät wacht über mich. Alles klar. Ja, einfach Mauerbeton kommen. Jetzt Großraumbüro hier oder was? Lass die Räume jetzt benennen. Von mir aus, ein Kebab, müder Anhänger. Wird seine Pflichten nicht gut ausführen. Das Geplauder. Okay, wir sollen also wirklich Betten bauen. Schlafzimmer. Next. Gute Arbeit, das Raummenü öffnet sich automatisch, wenn du einen neuen Raum bestimmst. Okay, stelle 5 Betten. Dreckige Matratze, ja geil. So. Fünf Staukästen. Das sind einfach Kartons, Mann. Das sind keine Staukästen. Da ist wieder eine Tür. Gut gemacht. Die Kebabs können da schlafen gehen. Okay. Eine Tür. Und dann natürlich ein Badezimmer reinkloppen. Weil die müssen ja auch auf Klo, die Kebabs. Das wird noch lustiger durch die Namensgebung, die ich hier gemacht habe. Sag ich dir, wie es ist. So, Toilette. Nee. Toilette brauchen wir nicht. Doch. Klar. Aber haben wir gar nicht. Toilette, Eimer. Ach so, ja geil. Wieso kann ich das nicht? Ja, jetzt. Zwei Duschen. Und ein Waschbecken. Geil. Das hätte sich nicht besser hinbekommen. Kebabs werden ihre Statistiken für Blasenhygiene im Badezimmer steigern. Ah, alles klar. Wähle einen Kebab. Der ist gerade duschen. Dann nehmen wir mal einen anderen hier. Ah, ne, das bin ich. Nehmen wir den jetzt hier. Wähle einen Kebab. Rechtsklick auf Toilette, Eimer. Und dann. Schwitze, ich weiß nicht. Ah, okay, der macht das jetzt leer hier. Das Nebengebäude ist nicht wirklich mein Stil. Beseitigen wir es, ehe was anderes bauen. Wand löschen. Wand löschen. Okay. Fundament abreißen. Demolieren, okay. Alles klar, gut. Eigentlich straightforward. Stell eine Tür her. Bestimme einen Platz für die Kantine. So, benutze das spezifische Kantinen-Serviertisch. Einen Kantintisch. Einen Trinkwasserspender. Und ein Verkaufsautomat. Läuft hier richtig bei uns in der Säge. Kebabs. Nicht Sekte. Kebabs. Ganz, ganz klar. Kebabs, ne? Find's irgendwie echt lustig. Deko-Gegenstände. Dekor. Blumentopf. Na, so kannst du aber keinen Blumentopf gewinnen. Oh, haben wir mal überall eine Blume hingeklatscht. Hier, komm. Reicht. Prestige-Punkte. Ja, ja. Raumstufe an. Aha. Mhm, okay. Gut, warum betet niemand? Der Gerät wird völlig ausflippen. Wir müssen sofort eine Predigt halten, bitte. Das Abschalten von Predigten im heiligen Raum schafft Glaube. Von jedem Kebab wird Glaube abgeleitet. Falls er zu niedrig ist, leidet die Laune von allen. Halten wir unsere erste Predigt, bevor alle den Glauben an der Gerät verlieren. Predigten gibt es automatisch täglich, vorausgesetzt, dass ein heiliger Raum voll funktionstüchtig ist und zugänglich ist und du darüber hinaus auf ihre Außenwirkung Einfluss verfügst. Sieht so aus, als würde unsere erste Predigt gleich beginnen. Wie sie da diese Schlange auch anbeten, die fast aussieht wie eine Kackwurst, Alter. Und ich predige jetzt hier einfach. Ja, können wir mal ein bisschen vorspulen, wa? So. Alles klar.
Sie haben sie geliebt. Predigten sind effizienter, wenn sie vor dem Beginn gut gelaunt bin. Sie verbrauchen aber jede Menge Energie von Kebab Human. Lass uns also aufteilen. City Grill auswählen. Das ist der Predigtraum jetzt City Grill heißt. Das macht mich auch echt fertig, du. Ich sag's dir, wie es ist. Traum. Die sind hier ziemlich neu, aber sie werden schnell Erfahrung sammeln, indem sie verschiedene Aufgaben in der Nähe der Basis erledigen und auf Mission gehen. Einen Kebab auswählen. Alles klar, dann machen wir das. Füge 2 Fertigkeitenpunkte zum Kebab hinzu und schließe die Kultist-Seitenleiste. Spionage und Intelligenz. Klingt gut. So. Anhänger sind unsere Haupteinkommensquelle, aber zuerst müssen wir sie davon überzeugen, sich uns anzuschließen. Das ist der Empfangsbereich. Leute, die daran interessiert sind, gehen dorthin, um mit dem Empfangsmitarbeiter zu reden. Ein guter Empfangsmitarbeiter ist sehr wichtig. Schau, dass es einer ist, in der gerade einen Satz herausbringt. Falls der Empfangsmitarbeiter gut ist, folgt uns die Person als Anhänger und beginnt uns unsere Therapieräume zu benutzen. Weißt du, was die Leute wirklich gern mögen? Bodenfliesen. Du bist ein Dummerchen. Die Leute folgen gepflasterten Wegen, falls die Strecke nicht lachhaft lang ist. Sonst gehen sie auf dem Gras und treten vielleicht auf eine Biene. Das will niemand. Okay, wir müssen also jetzt einen Eingang, einen Pfad bauen. Boden im Außenbereich. So. Können wir ja aber auch drinnen eigentlich noch bauen, oder? Warte darauf, dass eine Person Anhänger wird. Ja, komm. Da haben wir unser Opfer. Dönerliebhaber. Der Gerät wachet über mich. Alles klar. War jetzt ein bisschen einfach, ne? Anhänger auswählen. Was ist das hier eigentlich für ein Raum? Der Bioreiter erhält grundlegende Informationen. Öffne den Stufenreiter. City Grill, okay. Drehbomb-Therapie. Meditationsstudio. Madenverjüngungstherapie. Lecker. Energiewellness oder Kammer der Seele. Öffne den Statistikenreiter. Unbekannte Eigenschaft. Den Statistikenreiter. Anhänger sind die Goldesel, die wir annehmen müssen. Sie werden frohgemut für alle seltsamen Behandlungen in unserem Therapieräumen bezahlen. Manchmal sage ich, dass ich meditiere, aber eigentlich schlafe ich einfach. Okay, wir brauchen also mehr Therapieräume, I guess, ne? $25 verdienen, das sollte jetzt ja nicht so das Problem sein. Ja, guck mal, wir können hier auch noch einen Meditationsraum bauen, aber mehr noch nicht. Schlafzimmer, Badezimmer. Haben wir halt alles gerade, ne? Ausgezeichnet! Sie lieben der Gerät wirklich sehr! Auf jeden Fall. Einen Kebab missionieren. Wie mache ich das? Wenn Anhänger schon eine Zeit lang bei uns sind, erscheint er bitten missionieren. Achso, das heißt, ich kann die jetzt hier... Ah! Jawohl, jetzt ist sie Mitglied! Wir haben sie missioniert. Willkommen auf der Party, Kumpel. Fertigkeitenpunkte. Empathie. Hä? Ich check's gerade nicht, wieso kann ich es da nicht anklicken hier? Whatever. So, ich habe das jetzt alles nicht gelesen, das war super. Hätte ich vielleicht tun sollen, aber egal. Stelle eine Tür her. Okay. Tür. Raum. Forschungsbüro. Wichtig. Sonst können wir nicht, einen Supercomputer herstellen. Ja, wie mache ich das denn? Hallo? Ah, hier. Ja, Deko können wir auch noch hinklatschen. Dekor.
Lavalampe, so. Abfahrt. Nächstes. Instandhaltungsbüro-Forschung beginnen. Okay. Von mir aus. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, ne? Können wir währenddessen trotzdem weiterbauen hier eigentlich? Maybe. Boden im Außenbereich, ja. Wieso kann ich denn hier nichts bauen?